Abgängen der fünfte Platz für Noriaki Kasai. Es kommen die besten vier. Johan Andre Vorfang, Norwegen. Ja, komm, da ist er auch gut. Am Anfang ein rechtes Schier wenig unten gewesen, aber geht schon. Oh, der geht da hin. Wow. Und genau das ist es. Das ist es, was man fragt. Oh, komm bitte, ja. Er steht, alles zum klar, Glück, er steht. Wow. Freut sich die über die Weite sind, natürlich, aber das ist halt gefährlich. Andi, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Super aufgewärmt, die Burschen, das ist ganz wichtig. Gedehnt, elastische Typen, weil sonst da, wie es der einwurzelt und das ist phänomenal, dass da. Aber das ist das. Da oben, da unten, da ist flach. Da ist die Reibung nicht mehr so groß. Da ist es schon so schwer, die Balance zu halten. Und wenn da der Schnee nur ein bisschen bremst und die Ski sind für Eisspuren im Anlauf präpariert, nicht für neue Schnee im Auslauf. Das sind ja komplett andere Verhältnisse, ja. Muss man sich vorstellen. Komm, wenn man komm, auf glattem Eis runterfährt oder jetzt komm. In den neuen Schnee hinein. Au, das ist ein Wahnsinn. Das Ding, den hat es eingefedert so und wieder rausgeschossen. Und steht schon. Ja, das kann aber auch böse ins Auge. Jawohl, das kann das ganz böse ins Auge. Da meinst du, die was körperlich so gut, die Skispringer, die haben dann so eine Elastizität in die Muskeln drinnen, die Federn, so drückt man es richtig gesehen, so wie ein Gummibandel. Aber der wird schon seine Bänder und seinen ein bisschen spüren. Es ist zwar gestürzt, ja. Trotzdem reicht es für die Führung mit Noten zwischen 9,0 und 10,5. Schau, der ist da und das rechte Knie eine und dann spitzt da drüber. Boah, da kannst du nur. Er macht es aber auch geschickt, wie er sich abrollt. Zum Glück ist es dort schon sehr flach. Bindung, Gott sei Dank, gleich aufgegangen, der rechte Ski, dass der nicht da irgendwie unten rein ist, weil dann